Nun zu einem Dialog im Dunkeln, zu einer Ausstellung, die ganz bewusst das Licht abschaltet, wo hauptsächlich noch Geräusche der sinnlichen Orientierung zur Verfügung stehen und der Tastsinn. Kunst als Erfahrungsebene für die Welt des Blinden. Aus dem Frankfurter Musanturm, Helmut Herkenroth. Frankfurt, Waldschmidtstraße, das Künstlerhaus Musanturm, Stätte des Dialogs im Dunkeln. Für einen Sehenden ein leicht zu findendes Gebäude, doch wenn die Augen versagten, wenn die Sehkraft schwände, wenn man sich mit dem Gehör orientieren, auf den Tastsinn verlassen müsste. Einen Dialog im Dunkeln zu führen, genügt es dazu, einfach die Augen zuzumachen, für ein paar Sekunden nur? Zweifellos nicht. Hilfreicher schon die philosophisch-historische Einstimmung eines Künstlers, der sich seit langem mit dem Tastsinn beschäftigt und seine Bildwerke immer wieder auch Blinden zugänglich macht. Homer, der früheste Dichter des Abendlandes, sei blind gewesen, so sagt man. An die Stelle des raschen Sehens, des Augenblicks, ist die innere Schau getreten, die Anschauung. Den blinden Seher, der die Wahrheit besser erkennt, gerade weil er durch den Schein der Dinge, durch die Oberflächlichkeit der optischen Eindrücke nicht abgelenkt ist, finden wir in der Dichtung seit alters her. Also dann den Blindenstock in die Hand und hinein in das geheimnisvolle Dunkel. Auf eigene Faust oder auch geführt von Blinden, für die es zwischen Vorraum und Ausstellungsraum optisch keinen Unterschied gibt. Sehende versuchen, in eine Welt einzudringen, die in Frankfurt zum Beispiel 1200 Menschen zum Schicksal wurde. Bei der Konzeption der Ausstellung haben wir uns gedacht, dass es das Sehende eine unwahrscheinliche Bereicherung erfahren könnten, wenn ihnen vermittelt werden könnte, welche Wahrnehmungsstrukturen und welche Rezeptionsmöglichkeiten Blinde besitzen. Und dies ist die Ausstellung bei Licht betrachtet. Unterschiedliche Böden, Ventilatoren sorgen für Wind. In Plastikeimern unterschiedliche Materialien zum Fühlen, zum Erfühlen. Im Hintergrund Blinde, die die Gäste an einer Bar mit Brötchen und Getränken versorgen werden. Nach 5 Minuten oder auch einer halben Stunde zurück ins Licht mit Beklommenheit. Es war interessant zu erleben, den unterschiedlichen Boden unter den Füßen, immer den Versuch, die Wand zur Wand Kontakt zu halten und dadurch zu versuchen, eine Orientierung zu finden. Mein Respekt vor den Blinden ist ein enormes Stück gewachsen. Wenn man sieht, wie die sich in der Stadt, wie selbstsicher die sich bewegen und mit welchen kleinen Schritten ich da mich durchgetastet habe. Ich bin mit dem Stock, mit der rechten Hand, mit der linken habe ich mich an der Wand entlang getastet. Und ich habe mir vorgestellt, wenn das jetzt echter Straßenverkehr wäre, wenn also die Geräusche tatsächlich echte Autos darstellen würden, wie ich dann dastünde, also am Straßenrand. Der Dialog im Dunkeln, eine eindrucksvolle Lektion und vielleicht Anlass, den Leistungen der Blinden mehr Respekt zu zollen. Also mit Respekt und Leistungen wollen wir, glaube ich, hier gar nicht so viel zu tun haben. Wir möchten einfach mehr nur anbieten, es mal auszuprobieren, ganz kurz. Und sie werden sich vielleicht ein bisschen darauf einstellen können, die Leute, die hier reingehen. Also direkt ein neues Bild machen ist sehr viel verlangt, aber dass sie mal einen Eindruck bekommen, ist eigentlich die Absicht dieser Geschichte.